Ja, moin, servus, grüezi und hallo zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ich bin heute wieder für euch unterwegs. Und zwar habe ich jetzt hier so ein kleines älteres Häuschen, was ich mit euch besichtigen möchte. Ich hoffe, ihr habt Lust, dann kommt mit rein. Ja, also das ist nochmal jetzt hier das Häuschen hier von außen. Und jetzt habe ich hier schon gesehen, da geht eine Treppe hoch. Dann wird es wahrscheinlich von innen keinen Zugang geben. Ja, oben ist auch eine Türöffnung. Aber da gehen wir später hin. Dann haben wir hier noch schon mal einladend ein Teil einer Couch oder so oder eines Bettes. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier rein. So, hinein in die gute Stube hier. So. Und da haben wir gleich schon mal, hier war mal die Küche und hier stand der Küchenofen. Ja. Und hier ist noch ein Raum. Das war vielleicht mal so ein kleiner Vorratsraum oder so. Von der Küche abgehend. Oder kleine Veranda oder so überdacht. So, hier haben wir schon mal einen Raum. Und man sieht ja schon ein paar Löcher in der Dielung. Aber ist noch, ja, hält noch. So, haben wir noch einen Raum. Ja, hier waren die Künstler auch schon wieder sehr kreativ hier. Ja, schon wieder hier überall sich verewigt. Aber hier haben wir schon einen leichten Blick nach oben, aber da ist nichts weiter. Da guckt uns die Außenwand an. Und hier haben wir noch ein Zimmer. Und hier steht noch ein bisschen Couchzeug. Ja. Ja, da haben die halt Dorfjugend wieder hier sich das gemütlich gemacht hier drin. So. Dann, ja, können wir hier auch sehen, hier gibt es keinen Keller. Ja, hier ist direkt gleich das Erdreich hier. Noch nicht mal ein Betonfundament. Und hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Hier gammelt schon regelrecht der Fußboden dahin. Ja. Und das nützt nichts, wenn man hier das Fenster auf hat zu lüften. Es gammelt trotzdem alles weg. Ja. Und die Decke hier, das sieht auch schon, dass sie durchhängt hier. Ja. Nicht viel Vertrauen hier in die Sache. Aber habe auch schon schlimmere Gebäude gesehen gehabt. Ja. So, hier war auch wieder hier Ofenanschluss hier. Ja, also alles hier noch mit alter Ofenheizung. So, hier und ja, hier war noch ein Räumchen, also auch nochmal so ein Abstellraum hier. Kleiner Lagerraum hier. Ja. Okay, so, aber ich vermisse hier. Vermisst ihr auch was?
Ich vermisse hier die Toilette. Soll das hier gewesen sein? Nee. Nee, hier war keine Toilette hier. Nein, nein, nein. Nee, das war wie so ein kleines. Ja. Demonstration. Eine kleine überdachte Veranda. So. Dann sind wir hier mit dem Erdgeschoss schon mal durch. Jetzt muss es ja irgendwo ein Klo gegeben haben. Und ich habe es auch gefunden. Denke ich mal, dass das hier die Toilette war. Und hier gibt es doch noch einen Keller. Na, da war das natürlich nicht die Toilette. Nein. Dann war das hier. Da ist der Anbau hier unterkellert. Aber ich habe trotzdem noch keine Toilette gefunden. So, mal gucken, ob man hier. Aber ne, da ist auch nichts weiter. Nee. Keine Toilette. Es wäre auch Schwachsinn, die Toilette in den Keller zu bauen. Aber muss doch irgendwo hier. Muss doch eine Toilette gewesen sein. Die wird doch nicht in der ersten Etage sein, wo man dann von außen hochgeht. Naja, gut. Ich nehme euch mal mit nach oben. So, da gehen wir mal hier hoch. Was wir hier vorfinden. Einen großen Raum. Das hat schon leicht den Anschein wie eine Bühne hier. Ja. Aber ja, das war's hier. Mehr ist hier nicht. Und wie gesagt, ich vermisse noch immer irgendwie die Toilette hier zu dem Haus. Aber hier hinten raus sieht man auch nichts. Nee. Ja. Auch hier im Umfeld hier. Dass hier irgendwo vielleicht ein Plumpsklo rumsteht, aber nee, ist nicht. Naja. Gut. Ja, das war's dann auch schon mit dem kleinen Haus hier. Ja, also es gibt mir immer noch ein bisschen paar Rätsel auf, warum es hier keine Toilette gibt. Macht keinen Sinn. Aber okay. Ja, wenn es euch dann gefallen hat, trotzdem, auch wenn es so ein kleines Haus war, lasst doch bitte ein Like da, ein Kommentar. Ihr dürft meinen Kanal gerne kostenfrei abonnieren. Ja. Wie gesagt, kostenfrei. Es kostet keinen Cent. Und es tut auch niemandem weh. So, in diesem Sinne verbleibe ich dann bis zum nächsten Video. Euer Thomas. Ciao.